Ganga Flundi Teni Orviri Dal A. Tag Leute, willkommen zu Game Inc. Durchgenudelt Halo ODST. Teil Nummer 2 ist das. Und mit dabei ist wieder der Julian. Sag doch Hallo, Mann! Hallo! Herrgott! Ja, ich habe diese Verzögerung drin gerade. Es tut mir leid, es tut mir leid. Mann, oh Mann. Also, wenn der Julian irgendwie in den Videos ein bisschen versetzt ist, komisch, dann ist es natürlich mir geschuldet. Aber es kann sein, dass es halt einfach schwierig ist, mit dem Aufnehmen das parallel laufen zu lassen. Ich krieg gerade ein bisschen auf den Sack. Manche nennen es versetzt, ich nenne es verrückt. Okay. Ist das alles im Wunderland, oder? Bestimmt. Nee, also irgendwo ist es bestimmt vorgekommen. Wenn, dann war es bei den Simpsons. Im Zweifelsfall Simpsons oder South Park. Ach, viel zu weit geworfen, die Granate. Ach ja, ich habe ja im letzten Teil schon angekündigt, woher es ODST eigentlich gibt. Das ist nämlich so. Das war nämlich so gewesen. Ja. Ja. Wer sich die Master Chief Collection gekauft hat und im März, glaube ich, mit der online war, irgendwann zwischen März, April, hat kostenlos für einen bestimmten Zeitraum auch ODST freigeschaltet. Ansonsten müsste man sich jetzt für $5, also 5 Euro, kaufen. Ist nicht so viel, ist natürlich nur ein Add-on, kann man sagen, etwas größer angelegtes, was eben neuen Multiplayer-Modus mit dem Fireteam reingebracht hat und eine eigene kleine Kampagne. Ich nehme an, wir werden auch bei weitem nicht so lange brauchen wie die anderen Halo-Teile, aber deswegen ist das nicht der Grund, warum wir das nur 20 Minuten machen, eine Folge. Der Grund ist, weil ein geldgeiler Sack ist. Und shit, meine Waffe ist leer. Nein, es sieht sich ja auch keiner eine Stunde immer an. Das ist richtig. Muss ja auch nicht sein. Man hat mir, man kann ja auch gleich. Ja, man hat mir ja gesagt, dass die SEO, was ich leider vergessen habe, wieder für was das stand. Das ist Seeing, Operate und Engagement oder so. Keine Ahnung. Of the Dead. Ja. Zweifelsfall. Halt, dass die Leute eh, wie du schon richtig sagtest, nicht so lange dranbleiben. Wo klettert der jetzt rum, dieser Affe? Kannst du mir eigentlich sagen, für was diese Brutes zu stehen vermögen? Oh, da ist ja noch einer. Jetzt aber. Den habe ich aber gekillt. Wunderbar. An was sie dich erinnern? Ich bin mir da als so ein bisschen uneinig. Ich habe da immer sowas zwischen Schwein und Bären. Hier diese Kollegen. Ach so. Hier. Sieht aus wie ein Ogre. Ja, stimmt. Davon haben sie was. Aber die Kleinen, die machen natürlich nicht damit kalt. Das sind doch die Sprachbegabten. Das sind die Kleinen hier. Ja. Oh, jetzt muss ich mal kurz mal. Kann ich das einstellen, dass wenn ich mich duck, dass der das hält? Die Blickempfindlichkeit kann ich auch ein bisschen höher stellen. Duckverhalten. Umschalten. Das ist nämlich angenehmer. Dann muss ich das nicht immer gedrückt halten. Dann kann ich nämlich nur einmal klicken und dann bin ich im Geduckt-Modus. Das ist gar nicht so unwichtig, weil wie du siehst, wird sehr schnell rot. Ja. Nicht, weil ich mich aufrege. Mal nicht. Ach so.
Dachte so, und da so ein bisschen ein Kreuzfeuer. Er schämt sich halt. Oh, ich wurde schon wieder getroffen, wenn das jemand sieht. Und dann wird er halt rot. Verstehe. So. Aber ich mag das Gunplay und dieser leicht taktische Aspekt in dem Spiel. Die Plasmakanone können wir leider nicht, so wie der Master Chief, abmontieren, mit uns rumtragen. Das geht leider nicht. Oh, da ist eine Waffe. Ah. Deine Mutter mag mein Gunplay auch. Hast du dir den aufgeschrieben? Nein, ist mir gerade so siedend heiß in die Augen gesprungen. Ist ekelhaft. Okay, die Frage ist, hey, was ging hier ab? Hier hat schon mal jemand gekämpft. Hier sind viele kleine, da ist die Pistole gar nicht so schlecht, weil die recht präzise ist. Auch einer der einzigen Waffen, die außerhalb des Scharfschützengewehrs ein Visier hatten. Heutzutage ist es ja gang und gäbe und ich bin mir auch noch nicht so sicher, ob ich das bei Halo 5 begrüße, dass es jetzt auch Ironsight gibt, man schultern muss. Und das finde ich in der Regel eigentlich ganz angenehm, heutzutage bei Shootern, dass man nicht immer anlegen muss, um eine höhere Präzision zu erreichen. Ist natürlich realistisch, ist aber auch, ich habe so gern arkadige Shooter. Sowas wie Doom, das ja auch recht arcade-lastig ist, wenn man das so sieht. Also ich sehe es auf jeden Fall so. Ja. Schon. So wie Unreal Tournament. Oder Unreal Tournament oder Counter-Strike. Die alten Shooter halt. Ja. Quarke. Quark. 4D. Da ist ja noch ein Scharfschütze. Zack. Den weggebolzt. Oh, ich darf auch nicht. Ich habe auch Fallschaden, merke ich gerade. Okay. Das muss ich natürlich auch mir merken. Ich laufe jetzt mal zurück. Das ist natürlich total unsexy. Aber sinnvoll. Wenn dann nämlich jetzt noch dieser Granatwerfer liegt, wäre das nicht verkehrt. Wo habe ich den? Da habe ich den fallen gelassen. Ah, jetzt sehe ich natürlich nicht die Aufnahme. Aber ich sehe die Zahl, wie sie hochgeht. Das ist doch schon mal gut. Jetzt würde ich noch gern meinen Ausschlag sehen. Aber das geht halt nicht. Kann nicht alles haben. Ich kann dir einen Spiegel holen. Das ist ja nett. Habe ich dir eigentlich schon erzählt? Von dieser schönen Anekdote habe ich nicht, habe ich mir extra für jetzt aufgehoben. Muss doch irgendwo ein Schalter sein. Ein Schalter. Mhm. Gestern sollte ich ja eigentlich mit der Firma ins Kino gehen, ne? Ja. War ich eine halbe Stunde vorher da, habe extra noch eine Kamera geholt von zu Hause. Und um den Film aufzunehmen. Nee, nicht den Film aufzunehmen, sondern O-Töne aufzunehmen. Oh. Und was war, als ich hinkam? Ja, es gibt keine Karten mehr. Wir können dich hier echt nicht reinlassen. Dann haben wir gedacht, oh, super, fahr da extra hin. Und zum Kino. Alle schon drin. Kurz vor mir reingegangen wohl. Oh shit. Und dann war es das mit dem Kinoaufenthalt. Hab mich voll aufgeregt. Ich hätte den Film echt gern gesehen. Ich habe zwar mitbekommen, ist eher eine Komödie als ein Horrorfilm, ein bisschen blöd finde, aber nun ja, ich mache gerade echt Bullshit, merke ich gerade. Ich möchte denen ja keine Absicht unterstellen, aber vielleicht, Jan, vielleicht mögen sie dich einfach nicht. Kannst mich mal. Ach, scheiße. Okay. Ja, wie mach ich denn die Stelle? Vielleicht sniper ich die weg. Mach halt keinen Schaden, ne? Ist voll gut. Aber das erklärt, warum du mich doch plötzlich aus dem Bett reißen wolltest.
Mitten in der Nacht um 20 Uhr. Du bist so eine Pussy. So ein Weichei. Du bist ein geschmolzener Käse. Da kannst du wenigstens Käsefondue draus machen. Und dann ein bisschen Weißwein. Einen guten Stück Baguette. Baguette ist super. Was geht denn da jetzt eigentlich ab? Wir sind jetzt hier gerade so in einem klassischen Bauch. Einem Action-Bauch. Und ich versuche jetzt gerade diese Scharfschützen erstmal niederzumachen. Aus der Ferne. So sieht mein Plan das auf jeden Fall vor. Um dann hoffentlich mit Schrotgewehr da rein zu stürmen und die wegzuhauen. Um danach in einen Schlauch zu geraten. Ja. Was ich mir ja denke die ganze Zeit. Wenn du immer diese Helme findest, dann müssen wir doch grundsätzlich davon ausgehen, dass die Menschen tot das sind. Das ist korrekt. Das heißt, es kommt immer zum schlechten Ende. Ja, das kann man so sehen. Hm. Der liegt geworfen? Nee. Das ist ja dann schade. Dann denkt man sich, ja komm, ob ich jetzt sterbe oder nachher. Scheiß drauf. Ja, aber so will das Spiel das halt nicht. Aber wir haben gerade... Wir haben gerade echt ein Problem, sehe ich gerade. Weil jetzt sind gerade Jäger am Start und Jäger, mit denen ist nicht gut Kirschen essen. Dann führe sie zu einem Apfelbaum. Das ist richtig, aber woher nehmen wir nicht stehen? Ich gehe jetzt mal durch dieses Haus hier und versuche irgendwie... Ich weiß nicht, wo ich bin. Ach, okay. Ich verstehe. Uiuiui, okay, die haben diesen Strahl. Es gibt ja auch über die Zeit verschiedene... Boah! Hey, der hat mich jetzt noch nicht getroffen. Was geht denn da ab? Ja, super. Die Hit Detection ist jetzt gerade aber auch ein bisschen unfair gewesen. Ach was, von hier? Wollt ihr mich... Also auf jeden Fall der zweite. Der hat dich sicher nicht getroffen. Ja, gell? Also der letzte und der erste würde ich sagen, okay, damit gehe ich d'accord. Sie halt auch alle ballern aus allen Rohren. Und diese Kackschilde auch. Ein Schild aus Kacke. Ja. Das ist ganz schön eine Sauerei. Wenn du da mal gegen schlägst, das kriegst du nie wieder weg. Aber ich weiß, das ist einer der härtesten Stellen im Spiel tatsächlich. Ah, super, keine Munition. Position ist beschissen. Du wirst es nicht schaffen. Wir haben deinen Helm gefunden. Zu spät, sie haben mich gesehen. Verdammt, nein! Veronica! Veronica! Doch, doch, hier ist die Zukunft. Hast du gehört? Was? Zukunft? Ja, ich bin gekommen, um dir zu sagen, du wirst es nicht schaffen. Oh. Okay. Ich versuch's jetzt halt wirklich Dark Souls-Style ganz langsam. Ich habe halt auch nicht genügend Munition, habe ich so die Befürchtung. Ich meine, guck, der was jetzt halt in dem Kreis, das ist zwar eine gute Taktik, dass ich ihn nicht treffe, aber was soll das? Hey, guck dir das an, was der schluckt. Vielleicht hat er so ein bisschen Hunde-DNA in sich drin. Was, wie soll ich das verstehen? Er versucht seinen Schwanz zu fangen, aber weil er im Kreis so rennt. Ja, wie machen wir das? Ich muss jetzt so nah wie es geht an die ran, ohne dass sie mich treffen.
Das ist der Plan. Okay. Aus zwei sind einfach mal vier geworden. Geht's noch? Das musst du doch hinkriegen. Das ist nämlich auch immer der Plan, den du bei Frauen ausführst. Aber aus so nah wie möglich ran. Ohne, dass sie mich bemerken. Aber aus denen wird nicht plötzlich aus zwei werden vier. Ja, schade eigentlich. Ja, je nachdem. Wenn du Pech hast, hast den Salat, sag ich mal. Man muss halt echt auf diese Jäger aufpassen. Ich habe da so das Gefühl, es sind auch sehr viele Jäger gerade. Oder sind es nur zwei tatsächlich? Kann man nicht einfach ins nächste Gebiet rennen? Nee, so funktioniert. Das würde ich bei Dark Souls machen. Ja, aber das ist halt krasser wie Dark Souls. Ich meine, dass es ja auch irgendwo ein Scharfschützengewehr gibt. Ich meine, so ein Jäger ist kein Problem, wenn du irgendwie es schaffst, hinter denen zu kommen. Womit wir wieder bei den Frauen wären. Ja, aber das Problem ist halt. Hey, wieso trifft der mich? Ich verstehe das nicht. Und man startet halt auch von hier, ne? Aber du hattest eine schöne Flugbahn. Ich finde das gerade echt ein bisschen zu hart. Ich meine, ich spiele das auf normal. Es ist nicht so, dass ich jetzt unselig schlecht spiele. Ich meine, ich treffe die Leute. Du darfst doch nicht sagen, dass du auf normal spielst. Das ist mir egal. Das soll ruhig jeder wissen, wie scheiße schwer dieses Spiel ist. Gut. Dann rufe ich morgen bei Rocket Beans an. Und sag denen, dass du Halo auf normal spielst. Sag das denen. Immerhin habe ich das schon mal durchgespielt. Und Halo 3 habe ich auf Legendary komplett durchgespielt, wohlgemerkt. Ich nur mal so sagen. Aber nicht Heroic. Oder ist es eins drunter? Das höchste halt. Das höchste, inklusive Skull, dass wenn man stirbt, alles von vorne machen muss. Was ist denn das für eine Scheiße? Das ist richtig. Das ist das ganze Spiel ohne einmal zu sterben durchgespielt. Na, ich bin schon gestorben. Sogar sehr oft, aber ich musste dann halt immer komplett von vorne anfangen. Ja, eben. Also, halt das Level. Also letztlich beim Level. Ach so, beim. Okay. Ja, gut. Dennoch hart genug, wie ich finde. Ich weiß halt echt nicht. Wir versuchen das jetzt einfach mal. Kannst nebenbei so einen Elektriker holen. Die Lampen sind nicht mehr so ganz funktionstüchtig. Das ist richtig. Okay, wir sind hier unten. Wenn ich wenigstens sowas hätte wie eine Panzerfaust. Eigentlich macht das Spiel einem auch, gibt einem die richtigen Werkzeuge für die richtige Situation in die Hand. Hammer und Meißel. Ich befürchte, ich habe nicht genügend Granaten, weil ich bräuchte eigentlich für jeden echt eine Granate. Aber die haben Granaten, das ist schön. Und die haben diese komischen Blendteile. Ist ganz schön was los. Ja, aber ich dezimiere sie gerade gut. Was ist denn eigentlich mit den Einwohnern passiert in der Stadt? Die sind alle evakuiert worden, glaube ich. Aber das ist tatsächlich ein bisschen blöd. Und ich sehe auch, wir müssen gleich zum Ende kommen wieder. Wir sind ja nicht sehr weit gekommen. Diesen 20 Minuten. Tja, woran das liegt nun? Das dürft ihr in den Kommentaren äußern.
So, aber den kriegen wir noch. Dann würde ich sagen, verstecke ich mich. In der Busch. Laden wir nach, hinter dieser wunderschönen Töpferei. Und sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Das war's von Halo ODST. Da kommen jetzt auch die ganz dicken Jungs. Nein, für sowas habe ich keine Zeit. Und sei nicht so gemein. Ja. Das ist richtig gut, der mich jetzt trifft. Okay. Man kann halt auch nicht, ne? Man kann nicht sprinten. Das ist definitiv ein Nachteil. In diesem Sinne war es das von Teil 2. Schön, dass du dabei warst, Julian. Und ich gebe zurück. Es war auch mir eine Freude. Ans Hauptquartier. Bis auf dann. Tschüss.